So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Call of the Wild. Aber diesmal nicht The Hunter, sondern The Angler. Genau, wir angeln heute. Es gab ein paar Updates. Ich habe das Spiel stark vernachlässigt. Andere haben das weitergezockt und ich werde jetzt nachziehen. Es gibt auch eine neue Karte. Ich werde heute noch nicht auf der neuen Karte sein, weil ich einfach noch viel zu wenig Zeit auf der Standardkarte verbracht habe. Deswegen werden wir heute ein bisschen auf der Standardkarte angeln. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und let's go. Ich weiß überhaupt nichts mehr von dem Game. Wie geht das nochmal? Wenn ich auf 1 drücke, habe ich meinen Angel. Anscheinend. Und dann kann ich die auswerfen. Und dann? Ich muss es erstmal wieder testen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gleich was dran kriegen oder nicht. Ich habe gar keine Ahnung mehr von dem Spiel. Wann habe ich das zum letzten Mal gespielt? Im September irgendwann. Warte, wie kann ich denn anhauen? Ich brauche ein neues Tutorial. Anschlagen, Route anheben. Rechte Maustaste. Also da vorne springt was aus dem Wasser. Aber irgendwie will ja nichts an meine Angel kommen. Aber Angeln ist ja nicht Fische fangen. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt ja nicht Fische fangen, sondern es heißt Angeln. Und Angeln ist genau das, was ich jetzt hier tue. Warten. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das jetzt seit September das erste Mal wieder an und es gab eine Menge Updates zwischendurch. Damals hätte ich gesagt, ich finde es gut, nur gut, sage ich mal, weil ich selber kein Angelsimulator-Profi bin und das hier sehr arcade-lastig ist. Ja. Also es war super zum Reinkommen. Hab ich nicht noch eine zweite Angel? Warte mal. Ja, selbstverständlich habe ich noch eine zweite Angel. Warte, jetzt muss ich erstmal gucken, was ich hier alles... Was habe ich denn hier für Angeln? Ich weiß es nämlich echt nicht mehr. Das ist nämlich die hier. Und warte mal, Routen? Hier stehen meine Routen. Das habe ich da dran. Okay, damit kann ich Spinnen angeln. Verstehe. Damit kann ich Posen angeln. Okay, na dann machen wir doch mal Spinnenangeln. Ah ja, 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 ja. Verstehe. Haben wir doch schon einen dran. Der scheint auch nicht so groß zu sein. Wir müssen mal ein bisschen... Oh doch. Jetzt holen wir ihn ein. Jetzt wird die Leine kürzer. Oh, ich kann's noch. Ich kann's noch. Forellenbarsch in Bronze. Schön. Was haben wir da? Schwarzbarsch in Silber tatsächlich. Da haben wir doch einen. Also mein Fehler war, zu tief geangelt für den Teich hier. Habe ich gerade gemerkt. Die sind alle an der Oberfläche. Forellenbarsch Bronze. Okay, okay, okay. Schwarzbarsch in Silber hatten wir, glaube ich, heute schon mal, ne? Jetzt fast diese Leine durchgerissen. Na komm schon. Nein, 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 nein. Ja, 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 ja. Na komm schon raus. Mein Freund, komm schon raus. Da ist er. Ein Hecht. Europäischer Hecht in Bronze. Er hat ganz schön gekämpft. Der hat ganz schön gekämpft. Also das ist so... Achso, der hat 1,69 Kilogramm. Eigentlich müsste ich den... Weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Eigentlich müsste ich den locker rausziehen. Okay. Digga. Okay, der kann doch nichts. Das war nur der erste Impuls, der ein bisschen heftiger war.
Forellenbarsch in Silber schon wieder. Der ist ja süß. Forellenbarsch in Bronze. Der ist es schon. Lovely afternoon for a fish. Or perhaps a purchase? Take a look at this little beauty activates a special sense organ in the fish called the lateral line system, pretending to be prey at a distance. Pretty neat, so, huh? Wir haben 1714. The tenderfoot is your first stop on the bait casting line, traveling through Trout Street Station all the way to Largemouth Terminal. Before you blink, you'll be in angling nirvana, so make sure you send your old pal a postcard. Ich kaufe ich nicht gleich die. Warte mal, warum kriegen kann ich die hier nicht kaufen? Picture the scene. A lone sniper perched on a mountain range, meticulously knocking back their perfect. Muss mal was tun. Ich muss mal was tun. Down the scope and... Und zwar. That's fishing with a marksman. Sprich's Lautstärke mal auf 0. Weil die geht mir hart auf den Sack. Ach, ist das nicht schön, wenn sie einfach nichts mehr sagt. Da haben wir doch was. Oh, Regenbogenfalle, Bronze. Ja, sehr gut. Ja, komm schon. Sehr gut. Ein europäischer Hecht. Wieder Bronze. Ein Forellenbarsch in Silber. 2,14 Kilo. Da haben wir auch nur Bronze, aber bis jetzt glaube ich der größte Hecht, 1,6 Kilo. Was haben wir denn da? Europäischer Hechtjungfisch. Ach Mann, ich hab irgendwie gedacht, sah im Wasser irgendwie nach was Besonderem aus, keine Ahnung. Ja, der sieht ein bisschen größer aus, der Hecht. Nimmt auch gut Schnur. Der nimmt zu viel Schnur. Schon bei 80 Metern. Eine Schnur. Meine Schnur hält leider nicht. Ja, Leine gerissen. Leider gar nicht. Forellenbarsch in Bronze. Zumindest gibt's Kohle. Zumindest gibt's Kohle. Oh, okay. Ich hab zu viel gebasht. Jetzt kam der Fisch. Aber es ist auch wieder bloß ein kleiner, oder? Schwarzbarsch in Silber. Oh, okay. Geht. Sehr schön. Wir leveln so ein bisschen die Ausrüstung.
top. Der ist Silber, hundertprozentig. Ah nein, Forellenbarsch, Bronze, schade. Ich hätte gedacht, der ist Silber. Okay, okay. Na, komm her. Kommen Sie bitte her. Ja. Forellenbarsch in Silber. 2,2 Kilogramm. Stufe 17. Alter. Einfach lächerlich, was ich heute hier für Level mache. Komm, Fisch. Er ist zwar nur klein, aber es ist ein Fisch. Es ist ein richtiger Fisch. Na komm, raus, komm. Regenbogenforelle in Bronze. Ja, da kommt was, da kommt was. Also irgendwas Großes muss es sein. Na, komm schon. Komm schon, 5 Meter, 3 Meter. Okay, okay, okay. Eine Regenbogenforelle in Silber. Alter, 4,73 Kilogramm. Schönes Ding. Also bis heute der, bis jetzt der schwerste Fisch, den ich heute geangelt habe. Kommt wie immer in den Discord, falls ihr euch die ganzen Fische, die ich heute geangelt habe, nochmal anschauen wollt. Dann ist der Link für meinen Discord in der Videobeschreibung. Schaut gerne vorbei. Im Channel Geangeltes sind meine Fische drin. So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge The Angler Call of the Wild. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe unfassbar viele Level gemacht heute. Also ich glaube 10 oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren ein paar schöne Fische dabei. Zum Schluss jetzt hier die Forelle in Silber. Entschuldigung. Krass, auf jeden Fall. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.